Heute gibt es eine vegetarische Blumenkohlpfanne. Trotz frischer Zutaten ist sie sehr schnell gemacht und sehr schmackhaft. Wie ihr dieses schnelle vegetarische Gericht nachmachen könnt, das erkläre ich in diesem Video. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Hier wieder zunächst die Zutaten. Ich lasse sie nur kurz durchlaufen. Alle Zutaten sind wie immer unter diesem Video auch nachzulesen. Das Bund Frühlingszwiebeln wird geputzt, gewaschen und dann in zwei Hälften geteilt. Die Zwiebeln werden in feine Ringe geschnitten. Der untere Teil der Zwiebel, also der nicht mehr hohl ist, wird als erstes verwendet. Den Blumenkohl waschen, in Röschen teilen und dann kochen. Er benötigt ca. 5 Minuten, darf also noch ein bisschen Biss haben, denn er kommt ja hinterher nochmal in die Pfanne. Während der Blumenkohl kocht, können schon mal die 4 Eier aufgeschlagen werden. Den Blumenkohl nach 5 Minuten abschütten und mit kaltem Wasser übergießen, damit er schnell abkühlt und nicht nachgart. Jetzt kommen Butterschmalz und Öl in eine Pfanne, heiß werden lassen und dann kommt der Blumenkohl dazu. Dieser wird jetzt erstmal kräftig angebraten. Jetzt geht's an die Soße. Saure Sahne und Kräuterfrischkäse zusammen in eine Schüssel geben. Mit Salz, Pfeffer und Knoblauchmus würzen, alles gut verrühren und dann kommen die Eier dazu. Mit dem Salzen vorsichtig sein, da der Kräuterfrischkäse ja bereits schon Salz mitbringt. Wie eingangs erwähnt, kommt als erstes der untere Teil der Zwiebel mit zum Blumenkohl und wird durchgeschwenkt. Die Tomaten schon mal in Würfel schneiden. Wenn der Blumenkohl schön kräftig angebraten ist, kommt die Soße darüber. Achtung, nicht verrühren! Die Hitze des Herds wird jetzt auf niedrig heruntergestuft. Zum Schluss kommt obendrauf noch der obere Teil der Zwiebeln und die Tomatenwürfel. Deckel drauf und dann kann das Ganze, wie gesagt, bei niedriger Hitze noch ein bisschen stocken. Nach 10 Minuten sieht das Ganze so aus und hat immer noch schön seine Farbe behalten. Also ich finde, das sieht sehr appetitlich aus. Nun wünsche ich viel Spaß beim Nachmachen. Wer Interesse an weiteren vegetarischen Rezepten und Gerichten hat, der kann sie hier oben in dieser Playlist nachsehen. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.